Freunde, es gibt im deutschen Fernsehen ja dieses Sitcom-Phänomen. Also wenn eine US-Serie mal richtig gut läuft, dann wird sie so oft wiederholt, dass man irgendwann die Dialoge komplett mitsprechen kann. Und eine Serie aus meiner Jugend, bei der das auf jeden Fall passiert ist, ist King of Queens. Die Serie erzählt bekanntermaßen die Geschichte von Doug, ein Kurierdienstfahrer, und seiner Frau Carrie, eine Rechtsanwaltsgehilfin, die beide im New Yorker Stadtteil Queens wohnen und dort das Leben zweier absoluter Durchschnittsamerikaner leben. Eines Tages allerdings brennt aus Versehen Carries Vater Arthur sein eigenes Haus ab und muss künftig im Keller der beiden wohnen. Ja, und der Wahnsinn beginnt. 1998, also vor 26 Jahren, wurde diese Serie erstmals beim amerikanischen Fernsehsender CBS ausgestrahlt. In Deutschland lief sie zuerst bei RTL 2, später dann bei Kabel 1 und das in Dauerschleife. Insgesamt 9 Staffeln wurden von dieser Sitcom produziert, bis sie 2007 dann schließlich ihr Ende fand. Weil King of Queens eine typische US-Sitcom ist, ist sie auch so ziemlich die ungünstigste Serie, zu der man eine Drehorttour machen kann. Denn bekanntermaßen wurde alles, was wir dort sehen, in einem Studio gefilmt. Es gibt aber so ein paar Orte, die immer mal wieder in dieser Serie zu sehen sind. Zum Beispiel in den Zwischenschnitten und auch in dem berühmten Intro von King of Queens. Ja, und genau diese Orte, die gucken wir uns heute an. Herzlich willkommen zu einer neuen Filmsafari aus Queens. So Leute, und damit sind wir auch schon angekommen in Queens. Genauer gesagt in einem Stadtbezirk mit dem vertrauenswürdigen Namen Corona. Hier sollten wir die erste Szene finden, die ich euch heute zeigen möchte. Und zwar die Szene, wo Doug mit seinem Lieferwagen durch eine Straße fährt. Im Hintergrund ist eine Brücke zu sehen. Das ist die Szene, die wir jedes Mal im Intro dieser Serie sehen. Das Internet ist sich sehr einig, dass es sich bei der Brücke um diese dort hinter mir handelt. Ich selbst bin noch ein kleines bisschen skeptisch und warum, das sage ich euch jetzt. Ja, nähern wir uns diesem Drehort mal im Detail. Es gibt hier in Corona, in diesem Stadtteil, eine Straße, die sich quasi einmal durch den ganzen Bezirk zieht. Die ist ganz witzig, denn die ist mit einer Straßenbahn überbaut, wie wir hier sehen. Also unten fahren die Autos und oben drüber fährt halt eben die New Yorker Straßenbahn. Und das sehen wir auch im Intro von King of Queens. Und zwar in dieser Szene hier. Da sehen wir wahnsinnig viel Verkehr und auf der linken Seite so Pöller. Ja, das wurde in dieser Straße hier gedreht und wir sehen, am Verkehr hat sich in den vergangenen 26 Jahren hier überhaupt nichts geändert. Es ist wirklich wahnsinnig laut und wahnsinnig hektisch hier und wahnsinnig viele Autos, genauso wie wir das auch im Intro von King of Queens sehen. So, von dieser Hauptstraße, nenne ich das jetzt einfach mal, wiederum gehen dann diverse Seitenstraßen ab. Seitenstraßen, von denen wir auch immer eben diese Eisenbahnbrücke sehen. Und eine dieser Straßen muss zwangsläufig die Straße sein, die Doug mit seinem Lieferwagen fährt. Die große Frage ist jetzt nur eben, welche dieser Seitenstraßen ist es? Und es gibt freundlicherweise einen Blog, das mir auch bei dieser Drehorttour hier wahnsinnig weitergeholfen hat. Und zwar ist das das Blog des NYC Explorers. Offenbar jemand, der in der Gegend wohnt und sich ziemlich gut auskennt. Das ist so ziemlich die einzige Quelle im Internet, die man findet, wenn man nach diesen Drehorten sucht. Und das ist auch die Quelle, auf die sich alle anderen Blogs und YouTube-Videos und so weiter und so fort immer wieder beziehen. Und dieses Blog eben, das nennt diese Straße hier als den Drehort, den wir auch im Intro von King of Queens sehen. Ich finde, das sieht super vertraut aus. Wir sehen hier diese leicht ranzigen Geschäftsgebäude auf der linken und auf der rechten Seite und eben die Eisenbahnbrücke im Hintergrund. Und wir sehen hier sogar in der Realität so einen, ja, Food Truck auf der rechten Seite, der dem Fahrzeug von Doug ziemlich ähnlich sieht.
Eine Sache, und das habe ich eben schon erwähnt, macht mich allerdings ein bisschen skeptisch und das sehen wir, wenn wir diese Szenen mal übereinander legen. Da sehen wir nämlich, dass dieses Gebäude auf der linken Seite irgendwie ganz anders aussieht als in der Serie. In der Serie hat dieses Gebäude so, ich nenne das jetzt einfach mal Nupsis am oberen Dachbereich, so kleine Türmchen, und die hat dieses Gebäude hier in der Realität definitiv nicht. Keine Ahnung, ob das jetzt ein anderes Gebäude ist oder eine ganz andere Straße oder ob man da einfach nur diese Türmchen vielleicht mal entfernt hat in den vergangenen 26 Jahren. Das ist jetzt einfach ein großes Rätsel, würde ich sagen. Wenn wir mal so die Fenster durchzählen, dann könnte das schon passen, oder? Schaut mal hier, da ist dieses Fenster mit diesem Klimagerät davor. Das könnte das da sein. Dann ist ein kleineres Fenster daneben. Dann kommt nochmal ein winzig kleines Fenster. Auch das ist da. Und dann noch ein weiteres Fenster. Und danach wird es dann undurchsichtig, wenn man eben die Fenster dann in der Serie nicht mehr sieht, weil da alles irgendwie mit Likörgedöns verhangen ist. Ja, ist ein bisschen merkwürdig auf jeden Fall. Wenn wir den Rest der Szenerie hier mal vergleichen, dann passt das allerdings ganz gut. Ja, die Brücke sieht anders aus, weil da gerade ganz offensichtlich Bauarbeiten stattfinden. Wir sehen im Hintergrund ein großes Hochhaus, was wir in der Serie nicht sehen. Was allerdings durchaus dafür spricht, dass das hier der Ort gewesen sein könnte, ist dieses Haus, was wir hier auf der rechten Seite im Intro sehen. Das sehen wir jetzt dummerweise gerade in meiner Perspektive nicht. Ein Gebäude, was so ähnlich aussieht, allerdings steht tatsächlich dort in dieser Straße auf der anderen Seite. Das also spricht wiederum dafür, dass das hier die Straße gewesen sein könnte. Ich habe es jetzt natürlich nicht dabei belassen, sondern ich habe natürlich versucht, sowohl auf Google Street View als auch hier in der Realität, ich bin hier mal so ein bisschen rumgelaufen, mal zu gucken, ob es denn vielleicht irgendeine andere Straße sein könnte, die wir hier im Intro sehen. Allerdings passt keine dieser Straßen so wirklich. Long story short, ich denke schon, dass der NYC Explorer hier recht hat und dass es sich tatsächlich um den Drehort aus der Serie handelt. Nichtsdestotrotz, irgendwas ist an diesem Gebäude passiert und das kann ich mir nicht so ganz erklären. Dieses Rätsel bleibt also erst einmal ungelöst. Den nächsten Ort auf unserer Liste kennt ihr auch alle aus dem King of Queens Intro. Es ist das Eiscafé, vor dem Doug und Carrie stehen. Doug kauft sich ein Eis und lässt es dann direkt vor dem Eiscafé fallen. Ja, und dieses Eiscafé ist direkt hinter mir. Ja, und das hier ist es, das berühmte Eiscafé, vor dem Doug und Carrie stehen. Und so sieht diese Straßenecke hier heute aus, 26 Jahre nach Drehstart von King of Queens. Und eine Sache, die sollte euch sofort auffallen, ja, das Eiscafé, The Lemon Ice King of Corona, ist immer noch hier, 26 Jahre später. Und daran könnt ihr wahrscheinlich auch erkennen, das ist nicht einfach nur irgendein Eiscafé. The Lemon Ice King of Corona hat tatsächlich eine wahnsinnig lange Tradition. 1944 wurde dieses Geschäft von Nicola Benfaremo gegründet, ein Italiener. Dieses Viertel hier war damals auch ein italienisches Viertel und Benfaremo hat in einer Garage angefangen, sein eigenes Eis zu produzieren. Ja, jeder große amerikanische Lebenstraum vom Erfolg beginnt in einer Garage. Offenbar. Das Rezept dieser originalen italienischen Eiscreme sprach sich offenbar schnell rum im Viertel und dieser Shop wurde wahnsinnig erfolgreich und zu einem absoluten Hotspot. Und das ist bis heute so geblieben. Das Rezept, was damals eben in dieser Garage entwickelt wurde, hat sich im Prinzip kaum verändert seither. Nach eigenen Angaben dieses Eiscafés wird es auf ganz traditionelle italienische Art und Weise, ohne irgendwelche Zusatzstoffe, produziert, soll besonders cremig sein und all das, ohne dass dort Milch drin ist. Ja, und dieser Geschmack kommt so gut an, dass Leute aus ganz New York quasi hinpilgern, um in Corona ein Eis zu essen. Ja, und abseits vom Eisrezept, und das sehen wir hier, wenn wir uns die Szenen mal etwas genauer angucken, hat sich auch eben dieser Laden nicht großartig verändert. Es ist immer noch so eine Blechfassade hier zu sehen. Die haben wir auch damals schon im Intro von King of Queens gesehen. Nicht sonderlich hübsch. Es gibt definitiv schönere Eiscafés. Ja, aber einmal mehr sehen wir, es kommt auf die inneren Werte an. Und das haben auch Doug und Carrie damals vor 26 Jahren schon erkannt.
Freunde, jetzt wird es Zeit zu rangeln. Genau wie Doug und Carrie es tun im Intro von King of Queens. Sie tun das bekanntlich auf einer schönen grünen Wiese in einem schönen grünen Park vor einer riesigen Weltkugel. Ja, und genau die habe ich gefunden. Da sind sie, unsere beiden Turteltauben, Doug und Carrie, auf der schönen grünen Wiese, im Hintergrund die große Weltkugel, die in der Serie gar nicht so riesig aussieht, wie das hier in der Realität der Fall ist. Wahrscheinlich kommt es auch auf meiner Kamera nicht so richtig rüber, aber das ist wirklich ein monströses Ding. Und völlig zu Recht fragt ihr euch jetzt, was für ein Ding ist das eigentlich? Nun, wir befinden uns hier im Flushing Meadows Park. Dieser Park wurde in den 1930er Jahren angelegt. Dafür wurde eine Sumpflandschaft trockengelegt. Ob das jetzt so eine gute Idee war, sei mal dahingestellt. Aber angelegt wurde dieser Park zur Weltausstellung 1939-1940. Bei dieser New York World's Fair kamen damals 44 Millionen Besucher. Ja, und um denen was zu bieten, hat man eben diesen wunderschönen Park hier angelegt mit jeder Menge Kunstwerken und architektonischen Highlights und Seen und so weiter und so fort. Diese Weltkugel hier allerdings, die stammt nicht aus den 30er Jahren, die wurde erst zur zweiten Weltausstellung 1964 erbaut. Dieses Ding hier nennt sich Unisphere und wurde vom Landschaftsarchitekten Gilmore David Clark entworfen. Es ist 42 Meter hoch, 350 Tonnen schwer, hat einen Durchmesser von 37 Metern und diese Ringe, die um diese Weltkugel herum sind, die haben eine Bedeutung. Der erste symbolisiert die Umlaufbahn von Yuri Gagarin, dem ersten Menschen im Weltall. Der zweite Ring, die von John Glenn, dem ersten Amerikaner im Weltall. Und die dritte, die von Telstar, dem ersten aktiven Kommunikationssatelliten. Ja, und um dieses Unisphere, um dieses Monument, gibt es jede Menge Platz und grüne Wiesen und Wasserspiele und so weiter und so fort, wo man ein bisschen relaxen kann und seinen Tag ausklingen lassen kann, so wie es eben auch Doug und Carrie in der Serie King of Queens tun. Wenn wir die Szenen hier mal im Detail vergleichen, dann sehen wir auch, ganz so viel hat sich hier in den vergangenen 26 Jahren auch nicht geändert. Um dieses Monument herum ist so ein Becken zu sehen, was offenbar auch damals schon da war. Dieser Tower, der da auf der linken Seite zu sehen ist, der so ein bisschen aussieht wie so ein Flugzeugtower oder sowas, ist offenbar keiner, das ist offenbar ein Parkhaus, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ja, und auch sonst hat sich hier drumherum nicht so wahnsinnig viel verändert. Selbst eine Laterne ist dort auf der linken Seite immer noch da, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das immer noch dieselbe ist. Sie sieht ein bisschen anders aus. Und hier in der Realität steht gerade ein Eiswagen links neben dieser Laterne, der die Leute hier wirklich in einer Tour den ganzen Tag mit ein und demselben Ice Cream Lied Bescheid. Ich kann es euch leider gerade nicht vorspielen, aus rechtlichen Gründen, aber es ist unfassbar nervig. Ja, und genau aus diesem Grund verlasse ich jetzt auch diesen Park. Aus Protest, auf zum nächsten Drehort. Der nächste Drehort auf unserer Liste ist nicht ganz so prägnant wie die Weltkugel. Ihr erkennt die Szene aber trotzdem wieder, wenn ich sie euch zeige. Doug und Carrie machen ganz offensichtlich eine Shoppingtour und laufen an einem Supermarkt vorbei, wo ganz viel Gemüse und Obst nebendran steht. Ja, der Supermarkt befindet sich dort hinten und das Obst und das Gemüse ist auch noch da. Und das ist die Szene, die wir alle aus King of Queens kennen. Doug und Carrie schlendern an diesem Lebensmittelgeschäft hier auf der rechten Seite entlang. Und so sieht das hier heute alles 26 Jahre später aus. Wir sehen, auch hier hat sich nicht unfassbar viel verändert. Zu diesem Lebensmittelgeschäft, da auf der rechten Seite gibt es nicht wahnsinnig viel zu sagen. Es ist offenbar einfach ein kleiner, unabhängiger Shop. Das Gemüse, was hier damals schon stand, wie eben schon erwähnt, steht auch heute noch da. Blumen bietet man hier gerade offenbar nicht an, was ein bisschen schade ist. Die Straßenzüge um Doug und Carrie herum sehen auch noch so aus, wie wir es in Erinnerung haben aus der Serie. Hinten auf der rechten Seite im Hintergrund ein großes Hochhaus. Auf der linken Seite auch eine große Häuserfront von allen möglichen Häusern. Auch so ein kleiner Turm ist da oben links zu sehen. Auch der ist heute noch da. Diese alte Parkuhr, die wir hier im Bild sehen, die hat man offenbar mit der Zeit abmontiert. Ja, ansonsten sieht das hier aber alles ganz wunderbar vertraut aus. Unser nächster Drehort ist, nein, noch nicht der letzte Drehort, aber tatsächlich der letzte Drehort, den ich euch hier in Queens zeige, beziehungsweise sogar in ganz New York. Es ist die berühmte Stammkneipe von Doug und seinen Freunden, das Coopers.
Und so sieht sie aus. In der Serie die berühmte Stammkneipe von Doug und all seinen Jungs, das Coopers. Und so sieht es heute in der Realität aus. Aus dem Coopers ist der Your Man's Irish Pub geworden. Und er sieht heute völlig anders aus als damals in der Serie. Wenn wir aber mal ganz genau hingucken, dann sehen wir, es ist exakt dasselbe Gebäude. Wir sehen diese zwei großen Türen hier am Eingangsbereich oben. Die sehen wir auch hier in der Realität. Dann daneben rechts eine Fensterfront. Dann kommt so eine kleinere Tür. Das sind alles Dinge, die wir auch in diesem Establishing-Shot in der Serie King of Queens sehen. Was sich eben geändert hat, ist der Anstrich. Das ganze Gebäude ist heute grün. Und was sich auch geändert hat, ist eben das Dach, was wir hier sehen, beziehungsweise dieser Vorbau vom Dach oder dieser Aufbau. Ich weiß gar nicht genau, wie man das nennt. Da war früher eben dieses leuchtende türkise Irgendwas, wo auch Coopers drauf stand. Ja, und heute eben so eine große schwarze Front, auf der nur Your Man's draufsteht. Relativ schlicht gehalten. Vieles um dieses Gebäude herum allerdings hat auch damals schon existiert. Die Parkplätze zum Beispiel vor diesem Gebäude. Schaut euch mal die Stromleitungen an, die da oben herführen. Auch die waren damals schon da. Und selbst dieser Strommast dort auf der linken Seite, der stand da auch damals vor 26 Jahren schon. In der Serie King of Queens sehen wir das Coopers immer mal wieder aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Hier also auch nochmal bei Tageslicht aus einer etwas anderen Perspektive. Auch hier können wir nochmal sehen, das Gebäude sieht heute völlig anders aus. Es ist aber exakt dasselbe Gebäude. Alle Türen, alle Fenster sind im Prinzip gleich geblieben. Nur der Anstrich hat sich deutlich verändert. Die Innenszenen des Coopers übrigens, das sollte an dieser Stelle auch nochmal erwähnt werden, wurden natürlich in einem Studio gedreht. Also in diesem Irish Pub wird heute leider nichts erinnern an das, was wir damals in der Serie King of Queens gesehen haben. Aber so von außen holt es die Erinnerungen auf jeden Fall zurück, oder? So Freunde, ich bin zurück im Hotel. Das war ein langer Tag in Queens, aber nicht abschalten. Ich habe ja eben schon angedeutet, ich habe noch einen letzten Drehort für euch. Der allerdings befindet sich nicht in Queens und auch nicht in New York, sondern, und da schließt sich der Kreis, hier, wo ich mein Hotel gebucht habe, nämlich in Jersey, auf der anderen Seite des Hudson Rivers. Warum das so ist? Keine Ahnung, wird wahrscheinlich immer ein Geheimnis bleiben. Es geht um das berühmte Heffernan-Haus. Das Haus von Doug und Carrie und natürlich auch Arthur mit seinem Keller, das immer wieder in der Serie zu sehen ist. Man hätte in Queens genug Häuser finden können, die man als Haus hätte nutzen können. Aber aus irgendeinem Grund hat man die Außenaufnahmen des Heffernan-Hauses hier in Jersey gemacht. Und ich würde sagen, weil es schon ein bisschen spät ist, lege ich mich jetzt erstmal aufs Ohr und morgen, wenn ich hier abreise, fahren wir nochmal schön am Heffernan-Haus vorbei und dann gucken wir mal, ob wir das finden. Also erstmal gute Nacht und bis morgen. Ziel befindet sich rechts. Ja, ich hoffe, ihr seid bereit für den großen Moment. Das hier ist es, das berühmte Heffernan-Haus aus der Serie. Und so sieht es heute in der Realität aus. Ja, ein völlig stinknormales kleines Häuschen in New Jersey. Keine Ahnung, warum man ausgerechnet dieses Haus hier für die Serie ausgesucht hat. Aber vielleicht genau deshalb, weil es einfach stinknormal und völlig egal ist. Wir sehen hier, wenn wir die Szenen mal im direkten Vergleich uns angucken, es hat sich auch nicht großartig was geändert an diesem Haus.
Offenbar hat man in den vergangenen 26 Jahren hier und da mal ein bisschen renoviert. Die Treppe zum Beispiel ist heute eine andere. Auch die Eingangstür sieht ganz anders aus. Sie ist heute schön blau gestrichen, ist offenbar eine völlig andere Tür. Hier und da hat man mal was an den Fenstern gemacht. Ein Briefkasten hängt jetzt links neben der Tür, der damals nicht da war. Offenbar wollten Doug und Carrie keine Post empfangen, keine Ahnung. Und offenbar auch diese Antenne dort oben auf der rechten Seite hat man in den vergangenen 26 Jahren mal entfernt. Ansonsten hat sich an diesem Haus praktisch nichts geändert. Wir sehen das Haus immer und immer wieder, auch in anderen Zwischenszenen dieser Serie, zum Beispiel auch bei Nacht. Und auch hier können wir ganz gut erkennen, nee, viel hat sich nicht geändert hier. Mir scheint, dass dieses Bäumchen, was vor dem Haus steht, damals entweder noch gar nicht da war oder zumindest nicht so groß war. Das sieht man auf den vielen Szenen auf jeden Fall nie so wirklich. Ja, und auch die Botanik vor dem heffernden Haus hat sich so leicht verändert. Da war mal so ein Busch links direkt neben der Treppe. Dafür sind da heute zwei andere Sträucher. Ja, aber auch an dieser Szene können wir sehen, am Haus selbst hat sich nicht wahnsinnig viel verändert. Und, um es nochmal zu erwähnen, dieses Haus, so wie es jetzt hier steht, wurde ausschließlich für die Zwischenschnitte verwendet. Alle anderen Szenen, die drinnen sowieso, aber witzigerweise auch die Außenszenen, wurden in einem Studio gefilmt. Also zum Beispiel dann, wenn Doug und Carrie im Garten stehen. Das war kein echter Garten, das war einfach eine Studiokulisse. Und witzigerweise selbst dann, wenn Doug und Carrie ihr Haus, ihr Grundstück verlassen, wie in dieser Szene zum Beispiel. Auch das ist eine Studiokulisse und man hat sich hier nicht mal die Mühe gegeben, das möglichst detailgetreu irgendwie nachzustellen oder so. Schaut euch mal an, wie diese Häuserfront da plötzlich aussieht. Doug und Carrie haben plötzlich eine Terrasse mit Sträuchern davor und zwei kleinen Laternen und alles sieht irgendwie wunderschön idyllisch aus. Nichts davon ist in diesem Establishing-Shot zu sehen und nichts davon ist in der Realität zu sehen. Also hier hat man einfach irgendein Studioset hingeklöppelt, um irgendwas zu drehen. Wirklich Mühe fürs Detail hat man sich hier tatsächlich nicht gegeben. Aber gut, bei so einer nostalgischen Serie wie King of Queens, da drücken wir mal 2 bis 3 Augen zu, oder? So, Freunde, das war sie, meine Drehorttour zu King of Queens. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, was ich hier heute so fabriziert habe. Natürlich konnte ich euch nicht jeden einzelnen Drehort dieser Serie an einem Tag zeigen. Das hätte so ein bisschen den Rahmen gesprengt. Es hätte zum Beispiel noch gegeben, Dougs Arbeitsstelle oder auch das Haus von Deacon und Kelly und so weiter und so fort. Hätte man alles zeigen können, aber an einem Tag ein bisschen schwierig. Ich hoffe, ich habe so das Wichtigste für euch abgedeckt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Ihr könnt natürlich auch diesen Kanal hier abonnieren und die Glocke drücken, dann verpasst ihr nämlich kein weiteres Video. Und wenn ihr mich und meine Arbeit ein bisschen unterstützen wollt, gar kein Problem, dann guckt doch einfach mal bei Patreon vorbei oder werdet Kanalmitglied hier auf YouTube. Dann gibt es auch Videos vor allen anderen und exklusive Inhalte, zum Beispiel die Adressen aller Drehorte, die ich euch heute gezeigt habe, falls ihr diese Sightseeing-Tour auch mal machen möchtet. So, und falls ihr euch jetzt gerade fragt, warum sitzt der Typ eigentlich in seinem Studio rum und nicht irgendwie in seinem Auto in New York? Ja, das war tatsächlich schon der erste Teil meiner USA-Reihe hier auf diesem YouTube-Kanal. Ich habe euch in den vergangenen Wochen eine Menge Videos aus den USA gezeigt. Jetzt allerdings machen wir erstmal eine kleine Pause. Und im Frühjahr dann gibt es hier auf diesem Kanal den zweiten Teil meiner USA-Reihe mit jeder Menge neuen Vlogs und auch Drehorttouren natürlich. Freut euch da schon mal drauf. In der Zwischenzeit machen wir aber keine Pause. Nein, in 2 Wochen bin ich erstmal wieder zurück mit einem neuen Video aus Europa hier auf diesem YouTube-Kanal, das euch hoffentlich auch gefallen wird. Ja, wenn ihr es nicht verpassen wollt, drückt auf Abo und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal in 2 Wochen. Tschüss und bis zur nächsten Reise.